Ja, vielen Dank. Mein Name ist Georg Glas, CTO der Firma Final Logic. Und ich möchte kurz mit einem kleinen Stimmungsbild anfangen, vielleicht, dass Sie mal die Hände heben, wer von Ihnen kauft denn regelmäßig online ein? Okay, sind erwartungsgemäß die meisten. Wer von Ihnen kauft regelmäßig anderswo als bei Amazon ein? Okay, sind auch noch relativ viele. Wunderbar, das freut uns natürlich, denn wir sind Anbieter von Technologien und Online-Shops, spezifisch um auf Such- und Navigationslösungen für Online-Shops. Das heißt, die Tools, die Online-Shops einbauen können, dass die Besucher dieser Shops schneller und komfortabler zu ihrem Wunschprodukt finden. Mit unseren Such- und Navigationstechnologien in über 1000 Online-Shops in 23 Ländern präsent, in 20 Sprachen verfügbar. Und was uns natürlich besonders stolz macht dabei, dass jeden Monat mehrere Millionen Menschen unsere Tools verwenden und damit schneller und komfortabler ihre Produkte finden. Wunderbar, jetzt funktioniert es wieder. Hier nochmal die Zahlen, die Länder, die wir präsent sind. Wie gesagt, als digitaler Anbieter dann natürlich sehr, sehr global unterwegs und sehr exportorientiert unterwegs. Mein Thema heute, wie gesagt, ist KI und Machine Learning natürlich auch im E-Commerce ein Riesenthema, aber leider oft auch noch mit negativen Benutzererfahrungen behaftet. Das beste Beispiel dafür, was Sie wahrscheinlich alle kennen, Sie suchen online nach einem Flug, recherchieren den Flug und werden danach wochenlang kreuz und quer durchs Internet von Werbung für diesen Flug verfolgt. In der Zwischenzeit haben Sie den Flug vielleicht schon gebucht oder Ihre Reisepläne haben sich geändert, so oder so. Der Flug ist nicht mehr interessant, die Werbung ist irrelevant und trotzdem nur noch diese Werbung zu bekommen, ist natürlich keine gute Benutzererfahrung. Wie es zu so Benutzererfahrungen im Machine Learning Einsatz von KI kommt, möchte ich Ihnen dann nach einer kleinen Geschichte erzählen. Eine kleine Geschichte dazu, ein bisschen zu illustrieren, wie Machine Learning funktioniert, wo immer noch die Tücken liegen und wo so schlechte Benutzererfahrungen wie unpassende Werbung herkommen. Das Ganze kann man ganz gut anhand von Kindern erklären, wie Kindern sprechen lernen. Die ersten Sachen, die Kinder lernen, sind oft einfach Tiergeräusche. Man zeigt dem Kind eine Kuh und sagt, die Kuh, die macht Mu. Wunderbar, das versteht das Kind, lernt das schnell, die nächste Kuh, die sieht, dann weiß schon, Mu, alles klar. Dann sieht das Kind oder zeigt dem Kind einen Hund, der Hund macht Wuff, wunderbar, auch schnell verstanden, hat das Kind gelernt. Dann will man mal schauen, was hat das Kind schon gelernt und zeigt dem Kind, hey, da ist ein Hund, und wie macht der Hund? Der Hund macht Mu. Ja, okay. Was ist da schiefgelaufen? Der Hund war vielleicht ein Dalmatiner und das Kind hat gesehen, okay, das ist ein Tier, vier Augen, ein Tier mit Kopf, vier Beinen, schwarz-weiß gefleckt. Muss wohl eins dieser Tiere sein, die Mu machen. Okay, nicht so ganz richtig verstanden. Im Kopf des Kindes schaut das dann vielleicht so aus, der cool Martina. Und was das eben diese Geschichte zeigen soll, ist eben, wie es bei Machine Learning oft auch funktioniert. Das Kind hat in dem Fall, oder der Algorithmus, in dem Fall ist es eben das Kind, hat vielleicht einfach nicht genug Daten zur Verfügung gehabt, hat in seinem Leben noch nicht genug Kühe und Hunde gesehen, um die wirklich auseinanderhalten zu können und hat auf die falschen Merkmale geschaut, die falschen Schlüsse gezogen und eben einen Hund für eine Kuh gehalten und da das falsche Geräusch zugeordnet. Und im Machine Learning ist das auch nicht anders. Wenn Machine Learning-Algorithmen zu wenig Daten haben, keine qualitativ hochwertigen Daten, schauen diese Algorithmen eben genauso auf die falschen Merkmale, ziehen die falschen Schlüsse, was dann eben genau dazu führt, dass sie unpassende Werbung im Internet bekommen, dass sie schlechte Produktempfehlungen im Online-Shop bekommen, also schlechte Benutzererfahrung. Was für uns da die Schlüsse sind, die wir daraus gezogen haben, drei ganz wichtige Erkenntnisse für den E-Commerce und die Anwendung von KI und Machine Learning im E-Commerce. 100% am Kundenbedürfnis arbeiten, das heißt wirklich schauen, das Kundenbedürfnis verstehen, Kundenbedürfnis erfüllen. Und das ist tatsächlich das, wo wir uns alle von Amazon eine Scheibe abschneiden können, gute Online-Shops zu machen. Amazon macht das sehr gut, ist sehr gut darin, Kundenbedürfnisse zu verstehen, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und führt auch dazu, dass Online-Shops heutzutage nur ein paar Sekunden Zeit haben, neue Besucher zu überzeugen. Das heißt, wenn da unpassende Werbung kommt, der Shop nicht richtig funktioniert, schlechte Suchergebnisse, schlechte Produktempfehlungen, sind die Besucher ganz schnell wieder weg, gehen dann Google sofort zur Konkurrenz, kaufen da ein, blöd gelaufen. Was wir natürlich sehr erfreut sehen, dass immer mehr Shops diese Herausforderung annehmen, gegen Amazon da anzukämpfen, genauso die Kundenbedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen und diese Herausforderung annehmen und Amazon da eben auch erfolgreich die Stirn bieten. Zweite wichtige Erkenntnis, das habe ich gerade schon angesprochen, Machine Learning, eine Erkenntnis, die sich da durchgesetzt hat, ein schlechter Algorithmus mit vielen guten Daten wird in den meisten Fällen bessere Ergebnisse liefern als ein guter Algorithmus mit wenigen qualitativ minderwertigen Daten. Das heißt, ganz wichtig, gerade für uns als Lösungsanbieter, eben
diese Daten sammeln, aufbereiten, interpretieren, verwerten und dann auch wieder die Informationen, die wir daraus ziehen können, den Online-Shops zur Verfügung stellen, damit diese entsprechend die Kundenbedürfnisse verstehen, bedienen können und eine gute Shopping-Experience schaffen können. Und wichtig, natürlich eine heutzutage auch ganz wichtige Herausforderung dabei in Zeiten der DSGVO, diese Daten in ausreichender Qualität und Menge zu sammeln, zur Verfügung zu stellen, aber das natürlich alles auch unter Wahrung der Privatsphäre. Und dritte Erkenntnis, das ist natürlich für uns als Suchanbieter in Online-Shops ganz spannend, Search is the new rich, heißt es so schön. Suche ist ganz wichtig, ist ein ganz wichtiges Signal, um Kundenbedürfnisse zu verstehen. Man sieht das bei Google sehr gut, Google redet auch selber viel drüber, dass die Leute nicht mehr einfach nur nach Hotels oder Restaurants suchen, sondern die Menschen bei Google suchen nach Hotels für meinen nächsten Sommerurlaub mit meiner Familie oder Restaurants in meiner Nähe. Das heißt, die Benutzer von Google drücken sehr klar ihre Bedürfnisse aus und erwarten sich dann natürlich auch entsprechend sehr auf sie zugeschnittene, personalisierte, passende Suchergebnisse. Also ganz wichtig, in den Suchanfragen steckt ganz viel Ausdruck drin, ganz viel Absichten der Benutzer, die man verwenden kann, um die Kundenbedürfnisse zu verstehen. Das heißt, da wirklich genau hinschauen, wie suchen die Leute im Online-Shop und daraus die Kundenbedürfnisse ableiten. Und eben diese drei Erkenntnisse haben uns eben zu, ja, für uns wichtige Ableitungen geführt, eben wirklich schauen, verstehen, was will der Kunde, Kundenbedürfnisse verstehen, Kundenbedürfnisse erfüllen. Eben ganz wichtig, diese Intents, nennen wir das, die Absichten, worauf, was wollen die Besucher in Online-Shops. Da gibt es auch von bis die einen Besucher, die vielleicht eine sehr genaue Vorstellung haben, was sie kaufen wollen, vielleicht nur überlegen wollen, welches iPhone-Modell sie jetzt kaufen, bis hin zu Besuchern, die einfach mal ein bisschen rumstöbern wollen, ein bisschen Inspiration wollen, gerade vielleicht im Fashion-Bereich, einfach mal ein bisschen schauen wollen, was sind die neuesten Sommertrends. Und da kann man eben ganz viel aus der Suchanfrage herauslesen, diese Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen. Das Ganze wird natürlich noch wichtiger, wenn man sich neue Geräte anschaut. Mobilgeräte, wenn Sie am Smartphone, der Mobile Commerce, immer wichtiger, immer mehr Umsatz läuft darüber. Besucher schon lange, aber auch immer mehr Umsatz läuft über Mobilgeräte. Und dann natürlich wichtiger, das Display ist kleiner, die Bedienung ist oft ein bisschen hakeliger, es können nicht so viele Informationen dargestellt werden. Das heißt, da noch wichtiger als am normalen Computer, diese Bedürfnisse zu erkennen und schauen, wie können die Bedürfnisse der Besucher im Shop noch besser erfüllt werden. Und noch weiter zugespitzt, der dritte Punkt, Thema Voice. Alexa, Google Assistant, die bei immer mehr Menschen zu Hause stehen und auch zum Shoppen verwendet werden können, hier natürlich noch zugespitzter als bei Mobilgeräten. Ich habe noch weniger Eingabemöglichkeiten, noch weniger Ausgabemöglichkeiten. Ich kann mit dem Gerät sprechen, es gibt mir eine Antwort, ich habe oft kein Display, ich habe nichts, wo ich draufdrücken kann. Ich habe nur die Sprache, das heißt hier natürlich noch wichtiger, diese Bedürfnisse zu erkennen, zu erfüllen. Wenn jemand hat Lust, 10 Minuten lang mit Alexa zu diskutieren, welches Produkt ich jetzt kaufen will und wo ich das finde und was das Beste für mich ist, sondern ich will das schnell und zackig abarbeiten und dann mein Bedürfnis erfüllt wissen und das passende Produkt finden. Also dieses, und oben steht es nochmal, no one wants to be sold, but everyone wants to be assisted. Das ist eben auch so die Ableitung für uns daraus, dass die gleiche Erfahrung auch zum Online-Shopping, wenn Sie in ein Geschäft reingehen und da stürzt sich gleich ein Verkäufer auf Sie, will Ihnen irgendwas aufschwatzen. Keine gute Benutzererfahrung, wenn dagegen ein Verkäufer sich Zeit nimmt, Sie berät, versucht Ihre Bedürfnisse zu verstehen, Sie zu beraten, was Sie vielleicht kaufen wollen, was passen könnte. Das ist die gute Benutzererfahrung. Und natürlich online nichts anderes, wenn Sie das Gefühl haben, der Shop will Ihnen irgendwas aufdrücken mit unpassenden Empfehlungen, dann gehe ich vielleicht doch lieber zur Konkurrenz, die nicht aufdringlich ist. Aber jeder möchte Unterstützung im Online-Shop haben, die Bedürfnisse verstanden wissen und erfüllt wissen. Deswegen unsere Erkenntnis eben, no one wants to be sold, but everyone wants to be assisted. Also wirklich versuchen, Bedürfnisse zu verstehen, Bedürfnisse zu erfüllen. Und für uns als Suchanbieter in Online-Shops natürlich ganz wichtig, was steckt alles in der Suchanfrage drin, was kann man da rauslesen und wie kann man die Bedürfnisse am besten erfüllen, um eben positive Shopping-Experience zu schaffen, tolle Online-Shops zu schaffen, wo die Leute schnell und komfortabel das kaufen können, was sie kaufen. Ja, daran arbeiten wir jeden Tag und das ist natürlich auch ein gutes Setting, nochmal Danke zu sagen an den Organisationen, mit denen wir da arbeiten. Das ist in Salzburg, wo wir mit Find the Logic sind, das ist die Uni und die FH, mit der wir da viel zusammenarbeiten und natürlich eben auch WKO, ABS, Außenwirtschaftszentren. Natürlich ein guter Moment, mal Danke zu sagen. Wir sind, wie gesagt, in 23 Ländern präsent, haben da auch auf Unterstützung zurückgegriffen, um in den Ländern Fuß zu fassen und möchten uns für die Unterstützung bedanken und freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit und
damit bin ich schon am Ende. Dankeschön.